Gerne zeige ich euch, wie ihr Daten, persönliche Informationen prüfen könnt und so eure Dokumente für eine Bewerbung abschicken könnt, ohne dass da Informationen mitgehen, die ihr eigentlich gar nicht mitsenden möchtet. Ich zeige euch da diese Anleitung, wie ihr das machen könnt, anhand eines Beispieles. Ich habe da eine Kopie eines Dokumentes und wenn ich da öffne und auf Informationen gehe, dann sehe ich da, dass da dieses Dokument von einer anderen Person hergestellt wurde. Ist. Und ich möchte ja, dass meine Bewerbung von mir ist und nicht irgendwie die Bewerbung vom Herrn so und so. Und ich zeige jetzt euch, wie ihr das entfernen könnt. Ihr geht da auf Problem überprüfen, Dokument prüfen. Speichern Sie zunächst, das habe ich gemacht. Das ist passiert. Und da zeigt es mir jetzt alles, was es überprüfen sollte. Dann sage ich mal, okay, mach das, prüfen. Und da ist das, was ich gerne wirklich entfernen möchte. Ich möchte den Verfasser, die Dokumenteigenschaften, das möchte ich entfernen. Benutzer definiert, da mache ich auch einmal auf Entfernen, da müsste eigentlich nichts weggehen. Jetzt erneut prüfen, prüfen. Okay, und schließen. Jetzt, wenn ich wieder zurückgehe, Datei. Informationen, dann seht ihr, jetzt ist das da weg. Und jetzt kann ich dieses Dokument wieder speichern. Speichern unter, ich sage dem da mal Test. Bestimmt schnell den Ort, wo ich das gerne hin möchte. Speichern. So. Schließe ich das da, hole das Dokument wieder. Dort, wo ich es abgespeichert habe, das da. Jetzt müsste das da wirklich Informationen. Seht ihr, jetzt ist das da weg. Und dieses Dokument kann ich dann nachher umwandeln in ein PDF. Oder so weitreichen, dass diese Informationen, die da drin sind, weg sind.